Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge aus meiner Serie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich hier auf meinem Warrior, auf Erida. Und dort konnte ich einen Teil gewinnen aus dem Black Market. Und zwar haben wir hier einmal eine Taille vom T3-Set. Und ja, das ist die Warrior-Taille. Da habe ich jetzt schon mir einige Taille gekauft. 5 habe ich, das ist jetzt das 6. Und das Ding hat mich gekostet 173.000, was schon ein bisschen was für ein T3-Teil ist, aber beim Warrior-Set ist es tatsächlich so, dass das sehr, sehr begehrt ist und dass man es meistens nicht wirklich günstig kriegt, ne? Und ich würde sagen, das tragen wir jetzt ein. Die letzten Wochen habe ich immer mal wieder was bekommen, was war es jetzt, 173, ne? Jetzt gucke ich nochmal nach, dass ich nichts Falsches eintrage. 73, man könnte es jetzt aufrunden auf 74, aber jetzt runden wir es mal ab und dann würde ich sagen, tun wir das nächste Item aufrunden. Sodala, als nächstes sind wir jetzt auf Zetun und da habe ich ein sehr günstiges Item gefunden, hier das Lederteil aus dem LFR für 15.500 Gold. Die kosten normalerweise immer, also 50k ist immer schon günstig, muss ich sagen. Und normalerweise sind die schon eher so bei 70, 80k. Da ist jetzt 15k echt eine günstige Angelegenheit. So, das ist ein Lederteil. Ich trade es direkt mein Main rüber. Aber ich muss mal gucken, mit wem ich das upgrade. Denn ich glaube, ich sollte das zu irgendeinem Char rüber traden, der noch einen Katalysator-Charge ready hat. Und mit dem Main muss ich noch einen Haufen andere Sachen upgraden, die ich hier rumliegen habe. Und ja, da werde ich, glaube ich, das mit einem anderen Char machen. Jetzt suche ich mir mal einen raus, der ein paar Marken hat, beziehungsweise noch einen Katalysator-Charge. Beziehungsweise vielleicht tragen wir es vorher einmal noch ein in die Liste, dass wir das schon mal weg haben. Also das eine haben wir jetzt abgerundet, jetzt tun wir das mal aufrunden auf 16k, hätte ich gesagt. Und ich habe gestern noch knappe 30k für Char-Gieren ausgeben. Caps Lock drin. Gear. Und zwar für hier das Mega-Dungeon, ne? Da laufe ich ja mit einigen Chars und manche haben halt wirklich richtig räudiges Zeug an. Da muss man dann ein bisschen Gears im Haar kaufen. Juti, dann gucken wir mal, ob ich noch einen Char finde. So, Dulla, ich habe noch einen Char gefunden. Da habe ich jetzt gerade schon die Taille einmal angelegt. Und dann haben wir hier, wie ihr seht, auch das Set fertig vom Monk. Jetzt kann ich die auch upgraden. Wie geht es euch? Jetzt schauen wir mal, also da haben wir sie. Ich habe sie noch nicht in den Katalysator gepackt, wenn ich sie jetzt hier hochbastle. Wunderbar. Es ist eine Welt. Müssten wir sie auch im Normal haben. Und wenn ich sie jetzt noch in den Katalysator reinstecke, müsste ich auch noch dann quasi die zweite Appearance kriegen vom T-Set, ne? Also da gibt es ja immer zwei Stück. Da fliegen wir jetzt mal hin. Sudaloder einmal beim Katalysator angelangt. Jetzt gucken wir mal. Also das haben wir schon. Und genau, seht ihr, wenn ich das hier reinpacke, das hat nochmal eine andere ID, obwohl das quasi jetzt auch das Set gegeben hat. Und dann packen wir das hier noch rein. Der hat sogar noch 4 Aufladungen, ne? Also mit dem können wir einiges machen. Da habe ich mir extra einen Char rausgesucht, der sowohl Aufladungen hat, als auch ein paar Marken. Gut, jetzt haben wir aus dem einen T-Mog-Teil 3 rausgezogen. Haben wir quasi das NHC BOE auch schon abgedeckt oder müssten es abgedeckt haben. Dann bin ich als nächstes hier auf Aleria und hier habe ich nochmal ein Item gefunden und zwar haben wir das hier aus dem aktuellen Raid, aus dem LFR und das sind einmal Kettenschultern, die kaufen wir jetzt hier einmal für 50k und dann gucke ich mal, ob ich einen Char finde, wo ich das auch gleich schon mal ein bisschen upgraden kann, um noch ein bisschen Zusatz-T-Mog mitzunehmen. Sudela, ich habe jetzt noch einen Char gefunden, der noch ein paar Marken hat. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Maximum rausholen. Also, wir legen das Teil jetzt mal an. Haben wir schon mal T-Mog Nummer 1. Und jetzt müsste ich das upgraden können. Halt, stopp, da muss ich jetzt die Marken runtertauschen. Jetzt kaufen wir mal hier 2 Stück. Also einmal, ich habe auch eine Quest angenommen. Heißt, was ist das Ding jetzt? Das hier ist es, ne? Ja. Also ich kann es jetzt einmal upgraden, Quest abgeben, dann müsste ich nochmal ein paar mehr Marken kriegen. Ah ne, bei der nächsten Quest ist das der Fall. Rip. Okay, die können wir abgeben. Lernen und jetzt müsste ich es auf 5 upgraden können. Und dann gibt es nämlich nochmal ein T-Mog. Wunderbar, jetzt habe ich quasi das Normal T-Mog auch noch.
Und jetzt müsste ich es auch noch in den Katalysator packen können, um dann dementsprechend auch nochmal das Tier-Timok zu kriegen. Gut, dann schauen wir doch mal. Also das Ding können wir jetzt hier einmal reinpacken. Genau, jetzt gibt es noch einen Timok. Wunderbar. Warte mal, ich muss mal gucken, bevor ich das jetzt mache. Ah, Sitte, ich habe das Normal Timok schon bekommen, aber aus einer anderen ID. Also das hier hat dasselbe Aussehen wie dementsprechend das Tierteil, hat aber eine andere ID, weil es natürlich auch keinen Z-Bonus drauf hat. Interessant, das ist mit den Raid-Teilen immer ein bisschen anders. Da muss ich allgemein dann nochmal bei den Sets durchschauen, weil es kann sein, dass ich teilweise hier einen Teil quasi schon gezählt bekommen habe, aber nicht die Set-ID. Ne? Also dann kann ich mal nochmal irgendwo noch einen Timok rausholen. Ja, aber da muss ich mal meine Charts durchgucken, die Tage. Als nächstes bin ich jetzt auf Erida unterwegs und ich habe einen Zufallsfund gemacht. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich bin jetzt bei dem Char hier rumgeflogen, wollte gerade ein bisschen die Worldbosse abfarmen und dann ist mir aufgefallen, Moment mal, ich habe ein Postsymbol und jetzt ist hier ein Item drin, das habe ich anscheinend vor 7 Tagen mal im Auktionshaus, also im Black Market, geboten. Da habe ich mich ein bisschen hinreißen lassen, bin über meine 200k-Grenze drüber gegangen und habe es dann irgendwie vergessen anscheinend. Jetzt gerade zum Glück noch gesehen. Und ja, ich habe hier einmal die Schuhe fürs Mage-Set geboten. Ja, relativ viel, 273k. Da habe ich, glaube ich, quasi den Restbetrag, den ich hatte, mit dem Chart draufgeboten. Habe wahrscheinlich umgelockt auf andere Server, wo ich auch im Black Market geboten habe. Manchmal sind ja auf einigen Servern Items aktiv. Ich biete ja auf, glaube ich, 9, 10 Servern. Und ja, anscheinend habe ich das irgendwie verplant, das Item. Gut, dass ich es jetzt noch gesehen habe. Und jetzt würde ich sagen, tragen wir es noch in meine Liste ein. Also das waren jetzt 273. Ja, ist schon relativ teuer. Ich ziehe das jetzt mal hier rüber. 273. Und ich habe das hier noch ein bisschen rot markiert. Ich habe noch ein bisschen was ausgegeben für Gear. Und zwar habe ich wieder ein paar Chars das ein oder andere Item gekauft, ne, für die Runs, die ich laufe hier im Mega-Dungeon, dass sie nicht ganz so blank dastehen. Gut, dann würde ich sagen, guck mal weiter. Als nächstes sind wir auf Pozzo del Eternita unterwegs und hier habe ich jetzt nochmal was im Black Market gewonnen. Ich habe diesmal ein bisschen mehr gezahlt. Ihr seht hier 315.000 für den Helm vom T3. Eigentlich will ich ja immer nur bis quasi 200k ausgeben. Jetzt sind es nur noch ein paar Items, die mir fehlen. Warte, nehmen wir den mal raus. Also 315 merken wir uns. Und die Worry-Sachen sind doch immer ein bisschen teurer. Teilweise gehen die für über 1 Million. Und jetzt dachte ich mir, komm, jetzt gehst du nochmal ein bisschen hoch. Ich habe geguckt, wenn ich mir den craften wollen würde, bräuchte ich 280 von dieser Ressource, die man quasi durchs Gamble in Nax kriegt, beziehungsweise beim Händler kaufen kann. Und alleine die Händlermats wären dann schon 560k plus dann noch das Token mit 100, 200k. Also man ist dabei über 600k, wenn ich es mir quasi crafte. Also der Kopf ist sauteuer. Deswegen dachte ich mir, komm, ich kaufe mir den Kopf jetzt hier auf Pozzo für ein bisschen über 300. Da fahre ich, glaube ich, immer noch besser. So, jetzt kopieren wir den einmal in meine Liste rein, bevor wir den verkaufen. Und dann zeige ich euch mal, wo wir aktuell sind. Also ich brauche jetzt noch 14 Items. Also jetzt wird es langsam echt weniger bei den ganzen T3-Geschichten. Und beim Worry-Set sind es jetzt tatsächlich nur noch die Schultern. Schultern und Helm sind halt genau die Sachen, die extrem viel von dieser Währung benötigen. Jetzt muss ich bloß mal kurz gucken. Tragen wir das mal schnell ein. Und zwar hier 315. Oh, dann sind wir jetzt schon relativ nah dran. Ne? Gut, das andere habe ich jetzt auch teuer gekauft. Ne? Also, da ist natürlich dann schnell 1 Million erreicht. Aber ein bisschen was haben wir quasi noch als Puffer. Als nächstes habe ich was auf Black Hand gefunden. Und zwar haben wir hier einmal ein Item aus Amiadra-Stil, eins aus Normal und zwar einmal Schuhe. Und ich würde sagen, die kaufen wir jetzt hier für 50k. Und da muss ich jetzt mal gucken, ob ich irgendwo einen Char finde, der noch ein paar Marken hat, dass ich es dann eventuell auch ein wenig upgraden kann. So, jetzt bin ich auf einem Chami gelockt, habe das Item auch schon rüber. Jetzt legen wir das hier einmal an. Ich habe jetzt auch schon mal geguckt, inwieweit ich das eventuell noch upgraden könnte. Das Problem an der Geschichte ist, hier brauche ich dann die großen Abzeichen, ne? Also die HC-Abzeichen nenne ich sie jetzt einfach mal. Wenn ich es also auf 5 kriegen will, ne, um dann halt auch das HC-Timok rauszukriegen, dann muss ich mal gucken. Eventuell kann ich das über einen Vault machen, wenn ich eine Time Walker laufe und dann 2 von diesen Münzen rauskriege. Damit müsste man das umtauschen können. Also da müsste ich mal schauen. Das wäre zumindest eine Option. Gut, heißt, wir kriegen jetzt nur das eine Timok raus.
Jetzt würde ich sagen, trage ich es aus meiner Liste aus, beziehungsweise ein. Also, wir haben hier einmal jetzt 50k für ausgegeben. Hoppala, das wollen wir nicht. So, 50k. Und ich habe jetzt hier meine Liste mal geupdatet. Und zwar habe ich jetzt hier den ganzen Spaß eingetragen aus dem aktuellen Raid. Und dann seht ihr, hier haben wir das. Normal können wir einmal rauskicken. Und ja, dann sieht es doch schon mal relativ gut aus an der Stelle. Ich habe jetzt hier quasi, ach, warte mal, ich muss das dann ja auch ändern. Dann tragen wir eine 2 ein. Jetzt habe ich noch 41 Ingame-Items, ne? Hier oben sind einige rausgeflogen. Ich habe jetzt auch nochmal das ein oder andere aus dem Mega-Dungeon über die Quantum-Items gekriegt. Deswegen sind es nur noch 3 Classic-Items drin. Und hier unten ist auch diese eine Klinge rausgeflogen. Da habe ich auch eine aus dem Mega-Dungeon gekriegt. Da sind jetzt nur noch die 2 Schilde drin. Und das sind ja quasi alles aus den aktuellen Raids, das Gedönse. Und ich habe auch hier ein bisschen unten die ganzen Sachen aussortiert. Und zwar habe ich jetzt mal hier quasi unterschieden zwischen den Craft-Items, ne, diesen Cutter-Craft-Items, die seht ihr da, das sind die quasi, das sind die meisten. Und normalen Removeden, das sind gar nicht so viele mehr. Und hier den weißen Removeden, also das ist relativ übersichtlich. Wenn man alle Items miteinander zusammenzählt, sind es 119, die mir aktuell noch fehlen. Und ja, mal gucken, vielleicht kriege ich noch das ein oder andere. Gut, das hatten wir ausgetragen. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Ein bisschen was fehlt noch auf die Millionen, mal schauen, was ich noch Schönes finde. Als nächstes bin ich auf dem Server Akamagan oder irgendwie so ähnlich unterwegs. Ist auch vollkommen wurscht, wir wollen uns hier ein Item kaufen und zwar aus dem Gewölbe der Inkarnation, aus dem Mythic-Modus. Ist hier drin für, ja, nahezu 100.000 Gold. Das kaufen wir uns jetzt einmal raus und handeln das meinem Hexer rüber. Die Geschichte ist, ich muss mal gucken, inwiefern ich das eventuell auch noch upgraden, beziehungsweise nicht upgraden, sondern in den Katalysator packen kann, um dann noch ein zweites Thema rauszukriegen. Aber das werden wir jetzt gleich gucken. Also, als allererstes nehmen wir das Ding. Warte mal, das ist Stoff. Ja, nett, dass ich jetzt hier einen Scheiß baue. Lernen das. Porten uns einmal weg. Und tragen das jetzt schon mal hier in meine Liste ein. Wo haben wir sie? Da haben wir die Liste. Okay. Und dann müsste das auf jeden Fall hier mit dabei sein. Genau. Also, hier haben wir es. Mythic. Das ist jetzt auch das Letzte, was ich hier raus brauche. Heißt, das kicken wir raus und sind jetzt runter auf 40 Items. Dann tragen wir es natürlich hier noch ein. 100.000 und sind jetzt diesmal auch über 1 Million. 1.028.000. Und jetzt würde ich sagen, dass wir einmal rüberflitzen und mal schauen, ob wir das in den Katalysator reinpacken können. Ich vermute, dass wir dann das Hexer-Set kriegen dürften, Mythic. Also so war es zumindest in der Season 1. Ob das jetzt auch noch so funktioniert, weiß ich nicht. Ne? Jetzt gucken wir mal. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Ding nicht habe. Okay, das ist Avaros. Oh, Season 2. Das hier, nee, das ist World Drop-Geschichten. Irgendwo hier müsste es dabei sein. Nee, das ist Mausoleum, also muss das weiter oben sein. Ah, hier Gewölbe. Seht ihr, das Mythic Set fehlt mir kompletto. Also jetzt schauen wir mal, wenn wir das da reinpacken. Jawollo, da kriege ich dann eins von dem Mythic Set. Das ist ja schon mal nicht schlecht. 2 T-Mox zum Preis von einem. Gut, 100k sind jetzt nicht wenig für ein T-Mox oder jetzt 2 T-Mox. Aber schon mal nicht verkehrt. Gut, dann hätten wir das auch noch. Und ja, dann sind wir quasi durch mit der kleinen Aufnahme. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Chilla. Bis dahin. Ciao.